Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. So, wir sind fleißig am Barren brutzeln, was wir in der letzten Folge auch schon getan haben. Und das sieht sehr gut aus. Denn wir füllen so langsam unsere Kisten damit, was ich sehr gut finde. Was ihr auch, ja, empfohlen habt, was ja auch eine schöne Idee ist. Denn je leerer die Kisten, desto besser. So, wir trotzdem noch mal ein bisschen Chemikalien wird langsam knapp dann, ne? Wir trotzdem noch mal ein bisschen mit den Chemikalien hier ein paar Kupferbarren, auch Kupferbarren braten, brutzeln. So, aber wir kriegen ja sowieso genug hier von diesen, oh Gott, 8 Wood, 2 Scrap Metal. Leck mich fett. Ich wollte eigentlich nicht dran gehen, aber naja. Ihr seht, die sammeln ja trotzdem weiterhin fleißig. Somit können wir ja ungehindert weiter braten. Und dann können wir nochmal ein bisschen auffüllen. Hier Holz. Take. Change. Ja, das haben sie noch nicht gefixt, den Bug anscheinend. So, dass wenn man da was rausnimmt, dass das gelöscht wird. Und dann würde ich sagen, dann machen wir diesmal gleich die Kisten. Die Prophezeiung haben wir schon. Beziehungsweise ich würde es gleich erstmal russisch Roulette spielen. An der Slotter-Maschine. Ich würde jetzt nochmal gucken, dass ich das jetzt noch alles hier ein bisschen verbrutzelt kriege. Die 3 Chemikalien noch. Da werden wir, glaube ich, nämlich noch eine brauchen. Für die Kupferbarren. Und da müssen wir diese Kisten noch öffnen. Da bin ich echt gespannt. Und dann würde ich jedem auf jeden Fall einen Pilz geben. Unseren kleinen Gnom da hinten, den könnte ich mal mitnehmen. Warte mal, Pickup. Kann ich ihn aufnehmen? Hallo? Pickup? So, warte. So, mein kleiner Freund. Für dich heißt es jetzt hier vorne Platz nehmen, bitte. Rotate. So, hallo. Ich weiß nicht, warum ich mitgenommen habe, weil man kriegt ja pro Dings nur ein, ne? Kann man ja platzieren pro Waggon nur ein. So, 3. Okay, ah nee, das funktioniert. Wir brauchen ja eine Chemikalie. Genau, das war's ja. So, heißt also für uns, wir werden jetzt gleich dann... Genau, ich hole schon mal die Münzen. Das können wir ja schon mal machen. 9 Talerchen haben wir am Start. Der hat schon wieder gekotzt. Nehmen wir mit. Ein Wood. Können wir nochmal reinschmeißen im Ofen, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Gut. So, warte. So, das heißt, das ist fertig. Dann machen wir hier weiter im Text. Barrenproduktion läuft. Das Problem ist, die Kisten werden so langsam voll, ne? Ja, aber nichtdestotrotz ist es auf jeden Fall sinnvoller. So, gut. Aber ich muss dazu auch gestehen, auch wenn ich das verstehe, was ihr meint mit, ja, hot ist alles und tralala und pipapo, aber ich bin immer gerne so ein Freund, der von jeder Ressource eine Kiste hat. Oder zumindest für jede Ressource quasi eine Kiste besitzt. Wo dann halt Scrap Metal drin ist, Barren drin ist, Kupferbarren drin ist, keine Ahnung, Fett drin ist, Leder und so. Weißt du, dass jede Kiste quasi, jede Kistereihe eine Ressource immer hat. Von dem, was es im Spiel gibt. So einer bin ich eigentlich. Und ja, ich horte ein bisschen sehr viel Scrap Metal. Das stimmt schon. Da gebe ich euch völlig recht. Das ist schon richtig. Aber ihr seht ja, ich bin gewollt, auch ein bisschen nachzugeben und ein bisschen zu produzieren. Und wir werden damit auf jeden Fall sehr, sehr weit kommen. Und ich mache auch direkt weiter. So, die haben wir leer, die haben wir leer. Die haben wir, glaube ich, angefangen da hinten, oder? Ja, die ist auch leer. So, da nehme ich die schon mal mit. So. Und wir kriegen ja durch die Jungs hier auch immer wieder Scrap Metal und so und Holz. So, ich würde das jetzt noch eben zusehen, dass ich das noch weggebrutzelt kriege. Und dann würde ich jetzt gleich am Automaten gehen. Ne, mein Kleiner? Dich würde ich auch noch gern platzieren wollen. Du bist echt niedlich. So.
Die nächste Runde gehe ich dann zum Automaten. Also wenn das jetzt hier losgeht gleich. So, es dürfte ja genau reichen für den einen noch mit Holz. Jawohl. Das heißt, dann machen wir nochmal 5 oder 4. Ah ja, okay. Wir haben nicht mehr genug. So. Aber, uah. So. Aber wir müssen jetzt eh Holz nachfüllen, warte. Dann machen wir das, damit die direkt durchbrutzeln können. So, warte. Ich fülle das mal ein. Nein. Das Problem ist, wenn ich jetzt change, ist das Holz, was da drin ist, weg. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Wie gesagt, das scheint noch ein Bug zu sein. Ich hoffe, das wird gefixt, wenn das in Full Release geht. Oder vielleicht kommt es auf Steam. Da wären wir wieder beim Thema, wann es auf Steam kommt. Dass es vielleicht auf Steam kommt, wenn es Full Release wird. Das kann natürlich sein, hä? Das kann natürlich gut sein, dass das Spiel auf Steam kommt oder erscheint, wenn Full Release ist. Das kann natürlich gut sein. Weil würde Sinn ergeben. Es war ja jetzt exklusiv im Epic Store. Ne? Ich weiß, einige mögen den Epic Store nicht. Ich finde ihn okay. Es ist in Ordnung. Ne? Aber nicht desto trotz. Ja. So. Wir sind soweit ready. Haben wir noch irgendwo, wo wir Holz hinzufügen können? Ah, nee. Egal. Pass auf. Dann, wo hatten wir denn angefangen abzunehmen? Gar nicht. Oh nein. Doch hier. Ja. So, Metallbarren. Oh, das ist gut. 2 Kisten fast voll. Und hier geht's. Ja, hier ist auch schon fast voll. Sehr schön. Das heißt, wir können beim nächsten Mal beim Bauen. Oh, wir müssen essen. Oh, warte mal. Wir haben ja noch Schnitzel. Würde ich mir mal geben. Essen, essen. Sehr schön. So, jetzt aber. Essen sieht gut aus. Das heißt, wir gehen ein bisschen Slotter spielen. Ab ins Casino. Und dann schauen wir mal, was wir dort gewinnen. Let's go. Fett. Aha. Bonbon. Oh, noch ein Token. Sehr schön. Extra Runde. Oh, Munition. Nice. Geil. Und Fett. Nice. 3-mal sogar. Und wieder Munition. Toll, brauche ich alles gar nicht. Oh. Können wir mal gucken. Was ist eigentlich Hauptgewinn? Was ist eigentlich Hauptgewinn? Ah, hier, 3 Schweine, ne? Ist hier lila. Also, bei den Waffenteilen ist ja bei anderen Shootern ist das ja auch so, wenn du zum Beispiel so einen Battle Royale Shooter spielst oder so, zum Beispiel bei Apex Legend ist es ja auch so, dass grün, blau und lila verschiedene Werte haben. Also grün ist schwach, blau ist schon besser und lila ist natürlich epischer Wert, so weißt du. Aber es gibt ja zum Beispiel, das gibt eine blaue Tafel auch hier, die 3. Das Fragezeichen, Munition. Okay, ja, nicht schlecht. Gut, weiter geht's. Toll. Was ist das denn? Gesichter? Ach so, ein schwaches Waffenteil. Toll. Letzte Münze. Und wieder ein schwaches Waffenteil. Super, großartig. Aber wir können ja trotzdem mal, so, das waren die Münzen gewesen, wir können ja trotzdem mal gucken, was wir bei unserer Armory dann changen können. Ich würde mal reparieren. So. Und dann gucken wir mal hier. Oh ja, wird besser. Ja, die Stabilität wird schlechter um 9. Die Akkurarität, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht. Der Schaden geht hoch, die Feuerrate geht hoch und die Stabilität bleibt aber höher. Würde ich, glaube ich, nehmen. Auch wenn es das Zielen schlechter ist. Ich nenne es mal das Zielen hier oben. Und Magazin haben wir das hier. Ist schlechter. Okay. Das können wir aber jetzt nicht nehmen für die Pistole, oder? Das geht nicht, ne? Also die Pistole können wir, glaube ich, gar nicht ändern. So. Das heißt, die 2 Sachen können weg oder die 3 Sachen. Ich sortiere mal eben Fett und Leder ein. Leder. Da.
Fett haben wir auch gekriegt. Das war hier. Fett. Da müssen wir zusehen, dass wir den Zink demnächst wegkriegen. Apropos Zink, können wir jetzt machen. Wir haben ein paar Barren. Ganz ehrlich. Da brauchen wir die... Brauchen wir die Kupferbarren dafür? Ich glaube ja, ne? Warte. Ich guck mal eben. Jo. So, ganz ehrlich, dann kann das mal wegbrutzeln, das Zink. Dann ist das da raus aus Fett. Ja, dann haben wir das weg. Sehr schön. So. Chemikalien fügen weiter hinzu. Kupferbarren können wir wieder hier reinpacken erstmal. Wir stellen gleich mal wieder ein bisschen was her. Scrap Metal lasse ich auf Tash. Ich entsorge mal eben das. Oh, wir haben jetzt sogar mehr Schuss, ne? Sehe ich gerade unten rechts. 21 haben wir im Magazin und insgesamt haben wir 228. Wir haben vorher, glaube ich, 19 gehabt oder so. Ja, Scrap Metal, kann ich hier zwei Barren noch brennen? Ein, sehr schön. Dann kann das auch brutzeln. Dann haben wir die Taschen leer. Das heißt, wir können jetzt anfangen... Na, ihr wisst, was es heißt. Die Kisten. Es geht los. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Was wir alles für einen Kram kriegen. Oh mein Gott. Natürlich. Oh, wir kriegen Seeds. Oh, geil. Wir können wieder anpflanzen. Oh mein Gott. Oh ja, trinken, komm. Hau ich mal ihn weg. Oh mein Gott, Tomaten. Ja, bitte. Würde ich direkt anpflanzen? Wir haben ja hier unseren Garten. Komm, machen wir direkt. Ja, bitte. Oh ja. Gartenarbeit. Wir brauchen Kohle. Warte. Haben wir. Ich schmeiß mal da so zwei Stück rein. Spread two. So. Und dann... So, Schmelze. Zwei Stück, bitte. So, das heißt, wir haben wieder Chemikalien. Oh, wir kriegen wieder jede Menge Stuff, ne? Und dann soll noch mal einer sagen, ich soll das loswerden. Wie will ich das denn loswerden, wenn ich immer mehr kriege? Es tut mir so leid. Ich kann es ja nicht ändern. So. Leder, Holz. Ja gut, Holz können wir ja gleich zum Verbraten nehmen. Leder war, glaube ich... Nein, hier. Hier war Leder. Jo, wird auch so langsam voll. So, wen fütter ich denn als erstes? Ich würde ihn als erstes füttern hier, glaube ich. Feed Mushroom. Mal gucken, was es jetzt gibt. Wir schauen mal. Oh, wie niedlich. Ich meine niedlich. Oh, ein Schrank. Ach, Dekor. Das ist ja nur Dekoration, ne? Toll. Das hat ja, glaube ich, keinen Sinn, ne? Oder? Zwei Barren. Könnte ich bauen, aber ich glaube nicht, dass das ein Schrank ist. Ich glaube eher, dass das, Oh, warte mal. Eine Chemikalie. Gib mir die mal her. Dann können wir noch einen Kupferbarren bauen. Wann ist das raus aus dem Inventar? So, das nehme ich mit. Tschüss. So. Dann haben wir das. Da müssen wir jetzt auch mal zusehen, dass wir noch eine Kiste bauen, ne? Warte mal, das können wir mal eben machen. Eva, der Hammer. Der Hammer in the morning. So, die größere Kiste. Storage. Das jetzt zählt nämlich nicht zu Storage. Rotate. Ja, so rum. So, ganz ehrlich. Ich stell mal ein paar Schrauben her. Wir brauchen, glaube ich, waren das zwei immer pro Dings? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber wir können die Barren ja schon mal einsetzen. Ach so, hat er schon gemacht. 2, 3, 4, 5, 6. 6 brauchen wir. Und wir haben 5 hergestellt, okay. Ja, den Kupferbarren packe ich mal hier rein. So. Ach ja, ist das schön. Hin und her Rennerei. Wir werden ja noch... Gut, das ist eine Kiste, die wir geöffnet haben, ne? Das war eine verdammte Kiste. Das war ja nicht jetzt irgendwie 20 oder so. Das waren... So, eine Schraube brauche ich noch.
die ich locker habe. So, gib her. So. Zack. Dann würde ich mal eben sagen, wir machen Eisenbahn 2. Und den nennen wir auch um in... So, warte. Eisenbahn 1. So. Was hat er denn da gemacht? Ach, ich habe wieder gefettfingert, deswegen. Na. Warte, ich muss gucken. Caps Lock ist an, ne? Eins. Eins. Ja, sehr schön. Dann machen wir hier Brassbarren. Weiß gar nicht, wie wurden die denn geschrieben? So? Brassbarren 1? Wurden die so geschrieben? Die müssen ja dann rüber, ne? Weil das sind ja Brassbarren. Dann mache ich hier Brassbarren 2. So. Gut. So, dann packen wir die hier oben rein. Die gelben, das sind die Brassbarren. Ja, die wurden so geschrieben. Okay. Brassbar. So, warte, ich komme. So, nein, danke. Weil dann haben wir hier vorne für die Kisten. Dann lasse ich das mit den Kisten mal da. Nutzbares Bauteile, Schrauben. Dann kommen die Barren wieder da rein. Da, wo sie hingehören. Und das Holz kommt erstmal so lange in die Kiste, die wir genutzt haben. Die wo war? Hier. Toll. Großartig. Mann, was soll denn das? Achso, Kiste. Ja, dann gib mal her. Das kann ja heiter werden. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Stuff soll. Ja, noch mehr. Oh mein Gott. Oh, toll. Das trinke ich direkt. Dann ist das weg. Fett. Und wieder ein Pilz. Sehr schön. Und wir haben ein... Oh, Teeseed. Oh ja. Geil. Geil. Ist Dings eigentlich fertig? Ja, nice. Können wir direkt Tee anbauen. Können wir direkt Tee anbauen. Sehr geil. Wir können auch sofort weitermachen, was das angeht. Haben wir ja ein bisschen was bekommen. Ja. Dann können wir demnächst auch ein paar Tomaten essen oder so. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich hoffe ja, dass wir... Durch die Tomaten... Haben wir schon mal eine gegessen? Ich bin mir nicht sicher. Ob wir dadurch mehr Food kriegen? Da kriegen wir... Ah, 10 kriegen wir dadurch. 10% Food. It's eatable, but you better cook it for greater... Ah. Okay, deswegen hatte ich das auch behalten. Weil es ist ja fürs Kochen, ne? Aber wir haben ja noch keine neue Kochstation. Oder haben wir schon eine? Haben wir Kochstation 2? Lab Kitchen 1. Nee, Kitchen 2 haben wir noch nicht. Hätte ich gerne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kitchen 2 hätte ich echt gerne. So, wir haben Fett. Fett kommt hier rein. So, da unten ist Fett, Fett 2. Ach, da ist auch schon was drin. Ja, machen wir doch erstmal oben voll, oder? So. Ach, ich mag das, wenn das so sortiert ist, alles jetzt so langsam. Das ist echt cool. So, wir haben noch ein bisschen Chemikalie. Genau, Pilz. Das heißt, ich würde ihn jetzt mal füttern. Und dann schauen wir mal, was wir kriegen. Na, mein kleiner Freund? La, la, la. Bo, 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 bo. Na, was gibt's? Toll. Was ist das denn? Was war das? Huch, hallo? Ich komme nicht aus dem Menü raus. Hallo? Hallo? Nein. Ah, jetzt. Oh, Gott sei Dank. Was war denn das? Irgendwas Dekorationsmäßiges. Ich will nichts Dekorationsmäßiges. Ein Wandregal. Oh, das ist ja ganz toll. Wow. Was brauche ich denn dafür? Ah, ich habe schon direkt gebaut. Toll. Ah, das ist ja großartig. Das ist... Oh ja, das wertet den Raum jetzt richtig auf, muss ich sagen, das Wandregal. Das ist schon... Wow. Das ist schon ein Traum. Also... Wow. Ich würde... Huch.
Also ich würde sagen, ohne dieses Wandregal würde dieser Raum nicht existieren. Also das ist ein, ja, Hingucker. Das ist schon ein Hingucker, muss ich einfach sagen. Das ist ein Hingucker schlechthin. Ist einfach so. Also ohne dieses Wandregal ist, ja. So, was create? Achso. So. Gut, ich hoffe, wir kriegen noch ein paar nutzbare Sachen von unseren Freunden. So, ja, so langsam wird's voll, ne? Sehr schön. Ich nehme schon mal die nächste Kiste mit. Dum, du, dum, du, dum. Kisten öffnen, so. Eine besondere Kiste, wo noch mehr Stuff drin ist. Was ist das denn da? Was liegt denn da? Was ist das? Oh, wir haben noch mehr Pepper Seeds. Trinken erstmal. Ja. Was ist das? Was ist das? Oh, wir haben nicht genug Space. Okay, ich lasse es erstmal liegen. Wir müssen es gleich angucken. So, erstmal jetzt hier. Not enough Space. Ja, ich weiß. I know. Erstmal bringe ich das Fett weg. Mein Fett weg. So. Fettburner. So. Ja, ich weiß, sie kotzen wieder ab, aber ist mir gerade egal. So, da machen wir direkt mal 5 wieder von. Und normale müssen wir auch machen. Ja, es wird knapp hier. Wir haben nicht mehr viel Platz. Das Problem ist, ich muss mir irgendwas überlegen mit den Barren. Oder ich fange jetzt hier hinten an, Barren zu platzieren. Weil die Dinger ja so langsam leer werden hier. Dass man einfach hier hinten vielleicht nochmal sagt, Barren... Oder? Metallbarren 1, 2. Komm, machen wir mal. Barren 1. Zwei. Und dann machen wir hier auch nochmal. Oder machen wir Kupfer. Kupfer. Kupferbarren 1. Werden die mit Doppel-P geschrieben? Ich glaube ja, ne, oder? Ne, mit einem. Entschuldigung, ich bin so doof. Und dann lerne ich erstmal schreiben und lesen. So. Schreib dich nicht ab. Nein, nicht Enter drücken. So. So, Kupferbarren 2. Okay, alles klar. Das heißt, Kupferbarren... Habe ich das K nicht groß geschrieben? Jetzt aber. So. So. So, wunderbar. Das heißt... Ja. Die Seeds, ne? Ist gleich fertig. Freue ich mich schon drauf. Ja, es wird ein bisschen dauern. Aber ich finde es gut, dass wir hier Barren haben, da hinten Barren. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Kisten dann jeweils immer. Damit können wir ja ein bisschen jetzt mehr anfangen. Weil es ja da, weil so viel brauchen wir nicht mit Scrap Metal. Es reicht, glaube ich, wenn wir hier jeweils, ja, 4. 2, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten und 8 Kisten Holz reicht, glaube ich. Ne? Mehr brauchen wir ja davon nicht. So, ich würde noch mal ein paar normale auch machen. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr. So, ah, guck mal, der Garten ist fertig. Das heißt, die Kupferbarren kommen da rein. Das heißt, die anderen Kupferbarren packe ich schon mal hier hin. Das nehme ich mit. So, der Garten, was bringt der uns denn? Teeleaves. Wir brauchen... Ah, Paprika. Mmh, lecker, Paprika. Roh mag ich Paprika überhaupt nicht, aber naja, immerhin. So, warte. Achso. Tee. Tee können wir hier reinpacken. Bei... Wo waren das? Wo habe ich denn die Tee-Leaves? Ah, hier. 4 Tee-Leaves haben wir schon. The main thing is to let them brew well. Kann ich das kochen? Nee, ne? Also ich kann keinen Tee kochen oder so. Hätte ich jetzt erst gedacht vielleicht. So, normale Barren bitte. Dankeschön. Holz haben wir ja noch. Können wir gleich nachfüllen. Ich würde mal eben vorne dem jungen Mann was zu füttern geben. Das wäre der nächste Kandidat in der Reihe.
Ich weiß nicht, ob es egal ist. Ist ja auch wurscht jetzt. Wir probieren es einfach mal. So, was kriegen wir denn Schönes? Na? Was? Was ist das denn? Toll. Ein Shark Skull. Oh, wow. Kann ich ihn hier anbringen? Wo bringt man den denn an? Innen. Achso, man kann ihn außen nicht anbringen, nur innen. Ja. Das, Dekoration 2.0, würde ich jetzt mal sagen. Das, ja, sehr schön. Ich sollte vielleicht Tine Wittler anrufen. Vielleicht hilft ihr mir dabei, so ein bisschen zu dekorieren. Das, ja. Hilft mir vielleicht weiter. Müssen wir mal gucken. Gut, ich, würde nochmal ein bisschen Metallbaren mitnehmen. Beziehungsweise, Scrap Metal. So, genau. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Barren. Damit wir die eine Kiste da auch voll kriegen, so langsam. So. Dann Chemikalie packe ich hier rein. Bei da. Zack. Den kann ich hier vorne reinpacken. So, sehr schön. Müssen wir hier nochmal nachlegen? Ja, bestimmt. So, das war jetzt die besonderen Kisten. Mal gucken, was wir jetzt mit den normalen Kisten kriegen. Also die hochwertigen Kisten haben wir jetzt weg. Ach so. Moment. Ah, Moment. Warte mal. Warte mal. Was ist das denn hier? Weapon-Modul? Allows the use of alternate fire mode of the weapon. Ice Storm. Alt. I, what? Alt Fire Mode. Fires a hail of AC Shorts that deal 189% Damage and spend enemies 1 Special Ammo per Shot. Was? Was? Bitte was? Kann ich das einbauen? Ich will das haben. Wo baue ich das ein? Hä, wo wird das eingebaut, wenn das Weapon-Dings ist? Bei der Pistole? Create? Oder ist das... Oh, warte mal. Oder ist das für so eine Gatling-Gun? Oh, holy shit. Wir haben ja... Ihr wisst doch, diese Gatling-Guns, na, sag mal schnell. Wo packe ich das denn jetzt rein? Hier unten Container. Unbekannt schreibe ich jetzt einfach mal. Unbekannte Sachen. So, dann weiß ich, ja. Ich denke mir vielleicht, das ist für... Oh, Leder ist voll. Na, großartig. Diese Gatling Guns, wisst ihr? Die Gegner haben ja vorne am Zug manchmal, also diese Räuber, haben manchmal vorne am Zug, doch diese Waffen, diese Waffen, wo man doch drauf anfassen kann, also diese Standwaffen, wo man dann hier so vorne wegballern kann am Zug, die fest befestigt sind. Ist das vielleicht dafür so ein Modul? Kann das sein? Okay, wir brauchen... Wie werde ich denn das Leder jetzt los? Das ist jetzt blöd. Wir haben Leder voll. Ja. Packe ich mal hier mit rein. Ist ja gerade mal egal. So. Pass auf. Die vier kommen hier hin. So. Dann ist da voll. Gut, dann nehme ich die nächste Kiste mit. Achso. Wir hatten ja noch eine im Inventar. Entschuldigung. So. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt kriegen. Ding dong. Und wieder Seeds. Ich freue mich. Und natürlich zu essen. Sehr schön. Wir haben ja sowieso Hunger. Paprika-Seeds. Geil. Pilze. Sehr schön. Gut. 8 Chemikalien. Wer hätte das gedacht? Da können wir nochmal ein bisschen ein paar Flaschen bauen. Das kann ich mal machen. Oder ein paar weitere Barren brutzeln.
machen wir mal so und dann würde ich hier vielleicht tatsächlich mal ein paar von den grünen Flaschen bauen. Eine, wow. Nur nicht so viel. So, dann fangen wir mal wieder hier bei ihm hier an, da hinten. Ich glaube bei ihm, ne? Oh, Paprika. Können wir direkt hier weitermachen. Paprika ist für alle da. So, 3 Paprika, 2 Tomaten. Geil. Und wir haben wieder Leder gekriegt. So, Essen. Hau rein. Gib mir was Vernünftiges. Los! Wir werden nicht. Ich will Dekoration nicht haben. Toll. Lampe oder was es war. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich zünd an den Ofen. Vielleicht zünde ich mich selbst im Ofen an. Ist, glaube ich, das Beste hier. Gib her. Können wir noch was brutzeln? Jo. Ein, immerhin. So, wir müssen mal da hinten anfangen. Da hinten geht's jetzt weiter. Ja. Achso, das waren die Eisenbarren, also Metallbarren hier. Genau, da fangen wir hier jetzt mit an. Warte, Kupferbarren. So. Ja. Die Flaschen waren hier. Jo, haben wir auch schon 4. Leder. So. Gut. Ja, wir machen normale Barren jetzt erstmal. Wieder weiter. 3 Stück. So, ich nehme die nächste Kiste mit. Bin gespannt, was wir alles bauen können noch. Ob wir hier neue Sachen jetzt bekommen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen längeren Train. To train, train. T-Seeds. Und natürlich noch mehr Scrap Metal. Inventar ist voll und das ist großartig. Ich freue mich so. Naja, immerhin. So, pass auf, Freunde. Ja, wir müssen weitermachen. Ich mach mal ein bisschen. Müssen wir auch ein bisschen das Dings loswerden. Das Holz und so. Trinken, trinken, trinken. Fett haben wir auch bekommen wieder. Sehr schön. Da tun wir da rein. Und dann so langsam füllt sich das auch. Das ist sehr schön. So, Kupferbarren hier rein. Der erste mit und die ersten 3 Metallbarren da rein. Wir haben wieder Seeds für unsere für unseren Garten, der in 34 Sekunden fertig ist. Das ist auch durch. Sehr schön. Oh, wir haben so viel Holz wieder, ne? Das ist echt schrecklich. So, die grünen Flaschen werden auch immer mehr. Wir können demnächst auch wieder ein bisschen was verbrauchen damit. Oh, warte mal, Leder schmeiße ich auch nochmal hier rein. Alter, wir haben so viel Leder. Wir müssen gucken, dass wir Verbände bauen. Das ist, glaube ich, das Nächste, was wir machen sollten. Oh Mann, die Holzkisten sind voll. Wir kriegen sie nicht leer. Ich bin schon am Braten wie so ein Wahnsinniger. Und man kriegt immer mehr Ressourcen. Wir müssen halt bauen, wie die Verrückten. Ja, ich muss noch mehr brutzeln. Hilft nix. Hilft einfach nix. Ich muss mehr braten. So, ist leer? Jo. Habe ich doch richtig gesehen im Augenwinkel. So, geil. Paprika. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter hier mit Tee. Wir machen ein Teechen. So, 4 Paprika, 2 Tomaten. Oh, geil. Ja, wir haben ja oben noch ein bisschen was liegen, ne? Ich gehe nochmal oben eben holen. Ja, wir verweilen hier noch ein bisschen im Depötchen. Nein, schon wieder. Zur Not könnten wir auch was entsorgen, aber ganz ehrlich, das sehe ich irgendwie nicht, weil Holz und Metall werden wir immer brauchen. Deswegen sehe ich das nicht, dass wir es entsorgen. So, den da hinten haben wir gegeben. Und wehe, du gibst mir jetzt wieder Dekoration, dann ist was los. Keine Dekoration, verstanden? Keine Dekoration! Wehe, du gibst mir Dekoration! In 5 Sekunden ist es soweit, ich drücke ab. Wehe. Was ist denn das für ein Scheiß? Toll.
Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das ist... Oh, wow. Das wertet den Raum richtig auf. Es ist ein Traum. Muss ich sagen, es ist wirklich... Wow, es ist... Boah, geil. Ja, ich bin schon sehr angetan über die Dekorationsmöglichkeiten hier. So, ja, Chemikalien waren voll, ne? Nee, waren nicht voll. Aber wir könnten demnächst auch mal wieder ein paar Fläschchen machen. Ich gehe einfach mal die nächste Kiste öffnen. Es ist ja wahrscheinlich jede Menge drin. Ist einfach so. So. Warte. So. Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal eine klitzekleine Pause. Und, ja. Schau mal, was uns noch erwartet mit den Sachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.